Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4 im Multiplayer mit Preußen und den Niederlanden. Hallo. Ja, Konstantin ist auch mit von der Partie, auch mit neuem Mikrofon, wie man eindeutig hören kann. Jo. Gut, bei der Abstimmung, die es eben gab, kam heraus, ich soll Preußen sein und das Deutsche Kaiserreich aufbauen und Konstantin wird die Niederlande nehmen, weil, So halt. Weil das neue Update, nein, die neueste Erweiterung, glaube ich, beschäftigt sich mit den Niederlanden und die haben wir nicht. Also hier habt ihr einen wunderbaren Vergleich, wie die Niederlande ohne neuestes Update sich spielen. Gut. Mit schlechtem Spieler. Wir spielen 1792, wie besprochen. Und das Enddatum haben wir so geändert, wie man hier sehen kann, dass wir hier auch noch weit in die Zukunft gehen könnten. Also wir haben auf jeden Fall genügend Zeit zum Spielen. Ja, dann würde ich auch sagen, wir starten gleich mal. Jo. Sehr gut. Ja, bei mir ist das hier immer noch am Laden. Bei mir auch. Ah, jetzt. So. Alle Spieler sind angekommen. Wunderbar. Ja, wir benutzen hier den Graphical Map Improvement Mod, damit das Ganze ein bisschen schöner, meiner Meinung nach zumindest, aussieht. Ist natürlich Geschmackssache, aber ja. Und ich zumindest starte im Krieg mit den Franzosen. Was eine interessante Herausforderung wird. Einerseits haben wir nämlich jede Menge Verbündete in diesem Krieg, aber andererseits ist Frankreich sicherlich weit übermächtig. Und unsere Armee können wir leider auch nicht sehr großartig ausbauen. Da können nur noch 3 zusätzliche Einheiten dazukommen. Das heißt, das wird ein relativ schwerer Krieg gleich mal zu gewinnen. So, ihr könnt mal hier ein bisschen den Handel schützen in der Ostsee oder was auch immer. Ja, unsere Verbündeten, die Österreicher hier, haben immerhin wesentlich mehr an Armee als wir. Das ist schon mal schön für sie, nur hilft es uns nicht. Ja, gut. Wir haben Durchgangsrechte offensichtlich durch die meisten Nationen im Heiligen Römischen Reich. Das ist schon mal sehr erfreulich. Dann gehen wir gleich mal in Richtung Frankreich hier. Mit unserem Anführer F.W. von Bülow hier. So. Gut. Alle anderen wichtigen Dinge. Berater könnten wir uns leisten auf jeden Fall. Wobei nicht unbedingt die 13,4 pro Monat kosten. Inflationsreduktion brauchen wir auch nicht wirklich. Handelseffizienz ist schon mal ganz nett. Und Moral der Armeen auf jeden Fall. Gut. Von der Diplomatie her, was ist das denn alles? Wir haben Imperialismus-Kriegsgründe gegen so ziemlich jede Nation der Welt, wie es aussieht. Schön. Ja. Gut. Ein Bündnis haben wir gegenwärtig mit den Briten, Osmanen und Österreichern, wie es aussieht. Dann schauen wir gleich mal. Wir können anscheinend niemanden leider in den Krieg rufen, der uns hier unterstützen würde gegen die übermächtigen Franzosen. Das heißt dann vielleicht, dass es Sinn machen würde, wir versuchen mit den Franzosen einen Frieden auszuhandeln. Okay, die wollen also wie immer ganz eindeutig keinen Frieden. Na gut, kümmern wir uns erstmal um die anderen Dinge hier noch. Unsere Staatsfinanzen sehen eigentlich recht gut aus. Wir machen Geld. Das heißt, wir könnten dann auch Bauwerke errichten und ähnliches. Handelsmäßig, naja, werden wir jetzt vermutlich nicht so viel Geld produzieren, weil wir jetzt nicht so die klassische Handelsnation sind. Aber was soll es? Von den Technologien her, gut. Da passiert jetzt, glaube ich, eh nicht mehr sehr viel, weil wir ja schon ziemlich am Ende des Spiels sind. Das heißt, um Technologie werden wir uns nicht allzu viel kümmern. Ideen haben wir jetzt alle bis auf eine schon vorgegeben und die eine können wir uns jetzt... können wir noch nicht aussuchen. Okay. Was haben wir da? Innovation, offensiv, diplomatisch, Qualität, Wirtschaft, Handel, defensiv. Ja, das passt einigermaßen. Gut. Unsere Missionen.
Mal sehen. Erobert Vorpommern erscheint realistisch. Das nehmen wir mal als Mission an. Dann hätten wir hier den Akt zum Ablasshandel. Das, glaube ich, brauchen wir nicht. Uniformitätsakt, Missionarsstärke mehr und keine Nachteile. Warum nicht? Weihbischofakt, weniger Steuern, weniger Stabilitätskosten. Würde ich nicht sagen. Akt zur geheimen Versammlung, auch nicht wirklich. Und der Testakt, nein, das ist alles nur mit Religion. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, man kann hier auch die Kanäle erbauen, wie Panama-Suez oder Nordostsee-Kanal. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt in diesem Spiel auch schon geht. Normal, oder in EO3 ging das, glaube ich, noch nicht. Aber gut, ja, dann widmen wir uns schon mal dem Bauen von Gebäuden. Wir haben offensichtlich nicht sehr viele Forts. Haben wir genügend Soldatenzahl? Monatlich 819, ja, das passt ganz gut. Bisschen extra Soldatenzahl würde natürlich trotzdem nicht schaden oder auch bisschen extra Steuereinkommen wäre sehr schön. In was wollen wir denn hier investieren? Die Gebäude sind hier natürlich aber leider auch schon sehr, sehr teuer, weil wir schon bei einer fortgeschrittenen Gebäudestufe sind. Ja, ich würde mal sagen, wir bauen als erstes mal die Spionageagenturen hier in den Provinzen, die noch keine davon haben. Wir können uns eh nur eine leisten im Moment. Gut, die Entscheidungen hatten wir. Die umkämpfte Nachfolge, ist uns die in irgendeiner Form wichtig? Österreich hat eine umkämpfte Nachfolge. Das könnte nützlich werden. Wenn wir hier kurz mal schauen. Bei den Beziehungsoptionen, wir könnten natürlich die Beziehung verbessern. Dynastie, eine Staatsehe wollen sie nicht. Okay, verbessern wir einfach mal die Beziehungen mit Österreich, mit England und mit den Osmanen. Weil das unsere drei großen Verbündeten sind. Ja. Und dann werden wir uns jetzt wohl anfangs mal zu großen, ja, sehr lange dem Krieg gegen die Franzosen widmen müssen. Bisschen missionieren können wir noch. Gut. Also, Krieg mit Frankreich jetzt. Kannst 14, bist du bereit? Kann ich die Pause entfernen? Bin bereit. Gut. Wieso kann ich die Pause nicht entfernen? Kann ich die? Ich kann auch die Pause jetzt nicht entfernen. Ah. Sehr gut. Gut. Oh. Die Österreicher werden jetzt hier in ihren belgischen Gebieten gleich mal von den Franzosen vermutlich vernichtet, wie es wohl aussieht. Dann sollten wir dort gleich mal zur Unterstützung auch hinmarschieren. Oh lol, da haben sich... Ich werde... Lol, das Spiel startet und ich werde gleich mal von 90 Rebellentypen übernommen. Es sind nur 40, aber ja, nur... Natürlich. 40 und nochmal 39. Oh, 70. Also 80. So. So, hier scheint sich jetzt eine interessante Schlacht heranzubahnen. Ja, durchaus. Wobei da die Franzosen so überlegen sind, dass wir uns eigentlich gleich raushalten sollten. Das können wir gar nicht mehr gewinnen. Gut, die halbe österreichische Armee ist damit vernichtet. Juhu. Fängt ja toll an. Ja, eigentlich will ich nur einen weißen Frieden, weil jetzt gerade wir viel zu schwach sind, um uns eigentlich mit Frankreich anzulegen. Aber stellen wir uns hier einfach trotzdem mal kampfbereit nach Elsass rein. Die Franzosen übernehmen hier auch schon im Süden von Österreich Gebiete, wie es wohl aussieht. Was mache ich jetzt? Gut, mischen wir uns hier einfach mal in eine Schlacht ein. Die Österreicher sollten dann auch nochmal Verstärkungen schicken. Oh nein, die Franzosen schicken auch nochmal ihre Verstärkung. Damit sind wir jetzt wieder unterlegen gleich in dieser Schlacht. 67 gegen 69. Aber wir kommen... Das wird eine sehr knappe Schlacht, auf jeden Fall. Es sieht aber eher nach einer Niederlage aus.
Auch wenn wir jetzt gerade mal sehr gut wieder abschneiden. Okay, spannender Anfang. Er ist wieder miserabelst. Und wir haben verloren. Okay, das heißt, ich bin nicht der Einzige, der eingeht. Das ist schon mal eine erfreuliche Nachricht. Ja, nachdem diese Schlacht verloren ist, haben die Franzosen wohl so gut wie den Krieg gewonnen. Wir können uns ja trotzdem einfach mal ein bisschen mehr Militärausrüstung leisten. Okay, die französische Armee ist also sehr wesentlich den unsrigen Streitmächten wohl überlegen. Was man auch jetzt hier nochmal eindeutig sieht, auch wenn die Österreicher schon wieder einigermaßen eine Truppe aufgestellt haben, um sich da zu verteidigen. Ah, Leibeigenschaft abschaffen. Klingt nach einer guten Idee. Was hätten wir hier? Staatsehe mit Großbritannien, warum nicht? Ja, die Österreicher bauen immerhin fleißigst an Truppen nach. Aber gut, bis unsere Armee hier wieder einsatzbereit ist, wird es wohl sehr lange dauern. Hier könnte es dazu kommen. Ja, Österreich schickt doch Verstärkung hin. Ihr kämpft gegen die Franzosen in den Bergen. Das könntet ihr gewinnen. Aber nein, ihr schickt keine Verstärkung. Dann werdet ihr wieder verlieren. Sehen wir uns das Ganze hier vielleicht mal diplomatisch an. Ah ja, wir verlieren schon wieder Geld aus irgendeinem Grund. Das ging ja schnell. Ist die Armee jetzt etwa doch über der maximalen und über der Grenze? Nein, wir sind genau bei der Grenze. Okay, keine Ahnung, aber wir können uns schon noch eine Weile über Wasser halten mit dem Vorrat an Geld, den wir gerade haben. Nur weiß ich nicht, wie wir jemals diesen 90er-Stack Franzosen hier besiegen wollen. Da können wir wohl nur noch hoffen, dass sie einfach von uns nicht irgendwas fordern wollen für den Frieden. So, nochmal ein bisschen Geld für uns. Die Österreicher hätten ja insgesamt auch eigentlich eine sehr große Armee, nur setzen sie sie nicht sehr effektiv ein. Sie haben auch ein paar Rebellen, muss man dazu ihrer Verteidigung dann sagen. Die Russen übernehmen Polen, das finde ich schon mal nicht so gut, weil dann irgendwie wir das Nächste sind, wo die Russen hinmarschieren könnten. Also das Nächste, die Nächsten. Vielleicht eher. Ja, gehen wir hier schon wieder mal in unsere Frontstadt und schauen, ob wir von dort aus irgendwas ausrichten können. Konz 14, was kannst du eigentlich berichten? Was ist bei dir so los? Nix. Ich werde hier überall übernommen, gerade von den Rebellen. Okay, was sind es denn für Rebellen? Aus dem eigenen Land also. Okay, ja, dann ist es ja nicht so schlimm. Machen kann ich trotzdem nichts, sind zu viele und ich habe gar keine Einheiten. Ja, okay. Ja, geht mir hier ähnlich. Oh, warte mal kurz. Oh nein. Großbritannien gegen Spanien. Also mal ehrlich beritten, ihr glaubt, dass ich gleichzeitig, während ich gegen Frankreich kämpfe, auch noch Zeit habe, um gegen Spanien zu kämpfen. Das muss ich wohl ablehnen und hoffen, dass ihr mich trotzdem nochmal als Bündnispartner haben wollt. Ja, wenn ich Diplomaten hätte. Gut, dann haben wir schon mal die Briten als Verbündete verloren, aber wir können uns jetzt nicht noch in einen Krieg einmischen. Ein Krieg auf einmal reicht. Verdammt, hier wird wieder mal eine Armee unserer Fraktion hier vernichtet, gerade von den übermächtigen Franzosen-Stacks. Ja, und ich traue mich hier auch nicht vorwärts zu gehen, weil hier schon zwei Franzosen-Stacks, die genauso groß sind wie meine gesamte Armee, stehen.
So, was haben wir hier für ein Angebot? Militärzugang könnt ihr gerne haben, Briten. Ja. Gut. Ich kann jetzt eh nichts tun, außer hier abwarten und auf eine günstige Gelegenheit hoffen, um zurückzuschlagen. Die Österreicher hätten ja 54 Truppen hier selbst und hier nochmal 52, also sie haben über 100.000, nur haben die Franzosen, glaube ich, alleine 150.000. Oh, können wir hier eingreifen? Ja, hoffentlich kommen wir da noch annähernd rechtzeitig, um in dieser Schlacht jetzt die Österreicher zu unterstützen wiederum. Vermutlich kommen wir da eher nicht mehr annähernd rechtzeitig, allerdings. Aber die Österreicher schicken selber auch nochmal Verstärkung. Ja, das sieht recht gut aus. Da könnten wir jetzt den ersten Sieg gegen die Franzosen erringen. Okay, die Franzosen schicken natürlich auch ihre Verstärkung nach. Ja, das wird dann eine spannende Schlacht. So. 135 gegen 40. Wenn jetzt sie keine Verstärkung mehr schicken, dann ist das ein garantierter Sieg. Noch dazu haben sie Geländenachteile. So, da schmelzen sie dahin, die französischen Truppen, und das war's dann auch für Frankreich fürs Erste. Wir verfolgen hier mal ganz kurz die Franzosen, zumindest eine Provinz weit, wobei das sieht nicht sehr erfolgversprechend aus, dass wir sie hier einholen. Nein, wird sich nicht ausgehen. Okay, wir laufen dann hier mal davon, ganz tapfer. Nein, wir ziehen uns natürlich taktisch gesehen zurück. Oh! Verdammt. Österreich, schick Verstärkung sofort. Wo lauft ihr denn hin? Na kommt schon. Ja, na toll. Ja, dann hat meine Armee zum zweiten Mal eine riesige Niederlage zu beklagen. Und der Rückzugsweg führt es durch Franzosenterritorium noch dazu. Okay, ja, immerhin können wir uns erfolgreich zurückziehen schon mal. Und die Österreicher zerschlagen. Hier ist nochmal eine französische Armee. Wir wissen leider nicht, wie groß die französische Armee gegenwärtig ist. Die Adeligen sind mir auch recht egal. Wir könnten hier mal die Stabilität dann auch wieder steigern. Gut. Ein erster Sieg ist errungen. Aber es wird nicht, noch, was ich tun soll. Es wird hier noch länger dauern, bis wir hier annähernd auch nur gegen die Franzosen wirklich gewonnen haben. Okay, irgendein Krieg hier zwischen Indianervölkern. Naja, so schlecht sieht es ja gar nicht aus für uns in der Kriegslage gerade. Unsere Armee braucht nur Zeit, sich immer wieder aufzuladen. Aber dann können wir jedes Mal auch wieder die Franzosen schlagen. Nur werden sich die natürlich auch aufladen. Okay, mit der französischen Verstärkung hier gibt es hier die nächste große Entscheidungsschlacht. Und die Österreicher haben fast keine Moral in dieser Schlacht. Kommen sie noch rechtzeitig? Nein, dann bleiben wir auch hier. Ah, greifen wir jetzt hier die Franzosen an? Offensichtlich tun wir das. Tja, da müssen wir mal hart bleiben gegenüber den Österreichern jetzt gerade. In diesem Falle. Gut, und hier sind wir wieder mal überlegen. Auch wenn die Franzosen natürlich alles an Verstärkung, was sie haben, reinschicken. Und wir haben diesmal die Geländenachteile. Und sie schicken noch mehr Verstärkungen. Tja.
Tja, das sieht ja fast so aus, als würden wir es trotzdem verlieren, weil halt Frankreich von Napoleon befehligt wird. Und wir damit nicht mithalten können mit unseren Generälen, nehme ich mal an. Tja. Unsere Armee ist halt zusammengeschrumpft auf so gut wie gar nichts. Aber gut. Hier investieren wir mal in die neue Technologie. Okay. Die Schlacht gerade war eine Riesenkatastrophe, kann man gar nicht anders sagen. Das heißt, wir müssen auf